Jo Leute, ja, ich bin geschminkt, wie ihr seht. Ich gehe nämlich gleich ins Kino und danach gehen wir noch in die Cocktailbar. Ich habe mir jetzt übrigens dafür entschieden, meine Nägel weiß zu lackieren. Eigentlich müsste ich noch eine Schicht auftragen, weil da nicht mehr so viel drin ist und dann ist das mit dem Decken auch nicht mehr so gut. Und dann komme ich da halt auch mal nicht bis ganz nach unten ran. Aber ich habe jetzt, glaube ich, keine Zeit mehr, um noch eine zweite Schicht aufzutragen. Deshalb eben, ja, ich habe heute sehr spät erst angefangen, mich fertig zu machen, weil ich davor geschlafen habe. Dann kam mein Opa zum Mittagessen und ja, ich habe, was habe ich auf den Lippen? Ich habe mir erst den Lippenbalsam hier von Yves Rocher drauf gemacht. Der gibt ja so rosa ab. Ich wollte aber kein rosa auf den Lippen haben, also habe ich mit dem von Barry M hier, dem schwarzen, habe ich dann noch drauf rumgetupft. Und jetzt ist es das hier geworden. Finde ich auch ganz gut. Ist eine abgedunkelte rosa Ton, wird ein bisschen altrosa, aber ist geil. Gut, ja, so sehe ich aus. Also die Schuhe wechsle ich noch. Ich ziehe meine schwarze Lederjacke an. Und ja, danach kommt meine Cousine zu mir. Und ja, ich habe mir heute mal wieder ein bisschen mehr Make-up, ein bisschen mehr Zeit gelassen und ein bisschen, ja, mehr Mühe gegeben für mein Make-up. Also ja, ich weiß nicht. Ja. Gut, ja, ich muss dann jetzt gleich los, deshalb. Ja. Jo Leute, es ist Montag. Denkt man gar nicht, ne? Man denkt, es ist Sonntag. Ich komme mir auch vor wie Sonntag. Ich komme mir vor, naja, so sehe ich meistens sonntags aus, aber okay, in den Ferien sehe ich fast immer so aus. Außer wenn ich ein Video drehe. Oder weggehe. Ich war ja noch am Samstag im Kino und habe mir ja Ghostbusters angeguckt. Allein schon wegen den schlechten Kritiken wollte ich den Film unbedingt gucken. Und ich muss sagen, er war echt gut. Er war jetzt nicht mega lustig. Also ich habe jetzt nicht die ganze Zeit durchgehend gelacht, aber es ist halt auch immer ein Problem. Komödien sind genauso schwierige Filme wie Horrorfilme. Jeder hat vor was anderem Angst. Es gibt Leute, die haben viel schneller vor irgendwie Angst oder finden viele Sachen viel schneller, also horrormäßig, als andere Leute. Andere Leute, da brauchst du ewig, die haben vielleicht sogar gar keine Angst. Und das ist auch mit Komödien so. Die einen lachen schon über den Humor, die anderen über den Humor. Jeder hat ja schließlich einen anderen Humor. Wenn du jetzt so schwarzen Humor verwendest, da kann nicht jeder drüber lachen. Aber es gibt Leute, die drüber lachen können. Wenn du so einen Pipi-Kaka-Humor, ne? Vielleicht hast du diesen Humor, aber viele andere vielleicht wiederum nicht. Also wie gesagt, es ist, ja. Jeder hatte halt so einen anderen Humor und deswegen sind so eine Filme auch immer so schwer, glaube ich, zu machen. Aber ich muss trotzdem sagen, dass ich den Film gut fand und dass es sich trotzdem für mich gelohnt hat, ins Kino zu gehen. Und ich finde auch, jeder sollte sich einfach selber ein Bild davon machen und nicht sofort urteilen, nur weil es Frauen sind. Wie gesagt, ich musste auch ab und zu schmunzeln. Es war jetzt nicht, dass man sich mega einen weggelacht hat. Wir waren ja 5 Mädels und dann saßen noch zwei andere Leute mit in dem Kino. Ansonsten war da keiner in dem Kino, was ich echt traurig fand. Aber irgendwo war es sehr entspannt auch so, wenn nicht so viele Leute da im Kino sind. Aber ich muss sagen, ich fand den Film, wie gesagt, gut. Wenn ihr Ghostbusters generell nicht so mögt, dann findet ihr den Film wahrscheinlich auch nicht so gut. Allen anderen Leuten möchte ich gerne empfehlen, da einfach mal vorbeizuschauen. Und wenn ihr euch den nicht unbedingt im Kino ansehen wollt, dann wartet einfach, bis er auf DVD oder so draußen ist. Und dann, ja, wenn er vielleicht so auf Online-Portalen wie Amazon Prime, hier Instant Video oder auf Netflix oder weiß ich, wie die ganzen Videoportale heißen. Oder eben, da könnt ihr euch die dann anschauen, wenn er dann draußen ist. Oder, also wenn ihr nicht unbedingt ins Kino gehen wollt, obwohl ich es euch empfehlen würde, ins Kino zu gehen. Oder ansonsten könnt ihr euch das natürlich auch angucken, hier euch, ich weiß nicht, wenn ihr noch eine Videothek bei euch in der Nähe habt. Es gibt ja nicht mehr ganz so viele wie früher, aber es gibt noch ein paar. Naja, es gibt halt nicht mehr ganz so viele wegen den ganzen Online-Portalen, die es ja jetzt zurzeit gibt. Was heißt zurzeit, die es mittlerweile gibt. Und ja, also ich dann, wie gesagt, leiht euch meinetwegen dann den Film in der Videothek aus, wenn ihr euch den auch nicht unbedingt kaufen wollt und so. Aber ansonsten kann ich euch den auch empfehlen, im Kino zu gucken, weil wir haben den halt auch in 3D geguckt und es hat sich auch gelohnt in 3D. Also ich fand den echt gut. Ja, und danach sind wir noch in die Cocktailbar gegangen und so. Deswegen habe ich Samstag dann nicht mehr geschafft, da so noch was zu sagen. Nicht, weil ich besoffen war, überhaupt nicht. Wir haben ja nur einen Cocktail getrunken. Sondern, weil meine Cousine ja auch Samstagabend zu mir kam. Und wir haben noch Türkisch für Anfänger weitergeguckt. Und dann hatten wir eine DVD fertig.
Und ja, danach, Sonntag dann, haben wir für ihren Geburtstag die ganzen Lieder rausgesucht, so eine Playlist gemacht für ihren Geburtstag, eben eine Musik-Playlist, weil wir ja über meinen Spotify-Account die Musik hören, weil es einfach am einfachsten ist. Und dann haben wir halt auch über... dann haben wir halt noch ein paar Fotoalben rausgesucht, wo vielleicht ein paar Bilder von ihr drin sind, weil, ja, für, weil sie halt so ein Video für sich erstellt, also so ein Video erstellt, wo dann halt so ein paar Bilder von ihr kommen, von ganz klein, dann bis zum jetzigen Alter eben so dieses, ne, zum Älterwerden. Ist ganz schön eigentlich bestimmt, deswegen wollte sie mir nur nicht zeigen, werde ich ja dann am Samstag sehen. Ja, und dann hat sie halt eben wegen den Bildern und dann haben, ja, da hatten wir, waren wir dann auch fertig und dann eigentlich kam Sonntag, wollten wir Sonntag den Türkisch für Anfänger zu Ende gucken, die letzte CD. Und dann kam aber Transformers 2 und das ist ihr einziger Teil, den sie von Transformers total mag, glaube ich. Und den findet sie halt auch so gut und deswegen wollte sie den dann unbedingt gucken. Da habe ich gesagt, ja klar, kannst du ja. Und dann haben wir aber danach dann Türkisch für Anfänger dann die letzte CD noch geguckt von der dritten Staffel. Und dann waren wir auch mit Türkisch für Anfänger durch. Ich glaube, sie ist ganz froh, dass es jetzt zu Ende ist. Trotzdem fand sie, glaube ich, das Ende trotzdem echt gut. Und damit hat sie auch nicht gerechnet, dass das alles im Endeffekt dann so passiert. Und ist wahrscheinlich jetzt auch... Ich glaube, sie fand die Serie zwar gut, aber sie ist trotzdem froh, dass es jetzt zu Ende ist. Vielleicht bin ich ihr auch zu viel damit auf den Sack gegangen. Ich neige dazu, wenn ich erstmal irgendwo drin bin, dann steigere ich mich da immer richtig rein. Ich weiß nicht. Aber wenn ich irgendwo mittendrin bin, dann bin ich auch voll dabei, mit ganzem Herzen. Versteht ihr, wie ich das meine? Ich bin nicht nur halbherzig dabei. Das regt zwar viele auf, weil ich dann vielen Leuten damit auf den Sack gehen kann, aber sorry, that's me. Heute haben wir dann nicht mehr viel gemacht, also es ist jetzt Montag. Und heute haben wir dann nicht mehr so viel gemacht. Wir haben bis 13.30 Uhr geschlafen oder so. Aber es tat auch mal wieder gut, so lange zu schlafen. Und weil am Wochenende werden wir meistens kurz vorm 12 geweckt oder auch ich, wenn ich alleine am Wochenende bin, weil meistens ja wie gesagt mein Opa am Wochenende immer vorbeikommt und das wird da, sonst ist es halt immer, ne, ich kann ja nicht noch pennen und dann essen die allein, das funktioniert ja auch nicht und vor allem, weil ich das Essen ja dann nicht mehr essen würde. Also es klingt jetzt so verschwenderisch, aber ich würde die Kartoffeln nicht mehr essen, sagen wir es so, wenn wir ein Gericht mit Kartoffeln haben, ich esse nämlich keine alten Kartoffeln, das ist bei mir, keine Ahnung, schmeckt mir einfach nicht. Aber ich würde das Gericht auch ohne Kartoffeln essen, ne? So ist es nicht. Oder ich würde mir auch nochmal frische machen. Keine Ahnung, ich mag keine alten Kartoffeln. Deswegen, ja, ist ja auch egal. Ja, ansonsten bin ich überhaupt nicht verschwenderisch, was das Essen und so angeht. Und Kartoffeln, wie gesagt, wenn ich wüsste, dass ich das nicht schaffe, dann würde ich mir zum Beispiel auch generell einfach weniger Kartoffeln machen und so. Also so habe ich ja, so essen ja meine Eltern die alten Kartoffeln. Also bei uns wird, wie gesagt, nichts verschwendet. Ich esse alte Kartoffeln, wenn sie dann als Bratkartoffeln gemacht werden, dann esse ich sie wieder. Deshalb, ja, zur Not, wie gesagt, wenn ich mal alleine wohne, ich würde keine Kartoffeln verschwenden. Glaubt mir nicht, dass ihr jetzt denkt, oh, sie verschwenden das ganze Essen. Ich bin überhaupt nicht so der verschwenderische Typ. Deswegen bin ich auch immer sehr, ich bin auch sehr geizig, deswegen, ne, deswegen auch wegen Essen kostet ja auch Geld und deswegen bin ich auch so geizig mit Abschminktüchern. Ich benutze ein Abschminktuch für mein ganzes Gesicht, weil ich meistens mein Gesicht nur halbherzig abwasche und überwiegend nur die Augen, weil die Augen ja meistens am meisten geschminkt sind. Ja, es ist einfach, weil ich ein sehr sparsamer Typ bin oder geizig, wie auch immer man es sehen mag. Aber ich gebe auch gerne mal für Freunde was aus oder so. Ich weiß nicht, ich kann es nicht genau beschreiben. Ja, auf jeden Fall, dann haben wir heute nicht mehr viel gemacht, noch ein bisschen Quatsch, noch ein paar Lieder rausgesucht, aber, also was heißt rausgesucht, noch ein paar Lieder so gemacht. Und ansonsten haben wir eigentlich nicht mehr viel gemacht, ein bisschen gequatscht und ja, dann kam ihre Mutter schon, hat sie abgeholt, weil sie sich jetzt einen neuen Fernseher gekauft hat und so, weil ihr Alter irgendwie so doof war und deswegen ist sie dann mit ihrer Mom nochmal los, wegen neuen Fernseher. Ja, dann, ach genau, dann haben wir heute nochmal wegen Schminken, weil eigentlich sollte ich sie ja schminken, aber weil das zeitlich nicht funktioniert, also wegen ihrem Geburtstag, da am Samstag die Feier, sie hat ja eigentlich Donnerstag Geburtstag, wo wir dann uns auch nochmal sehen, denn wir gehen zusammen essen, weil ja ihre Mom und sie Geburtstag haben, die haben nämlich am gleichen Tag Geburtstag und Samstag ist ja dann die richtige Feier, da sehen wir uns auch nochmal, wir sehen uns so oft einfach. ja, und eigentlich sollte ich sie ja schminken, aber weil das zeitlich nicht funktioniert, dass sie zu mir kommt, muss sie sich ja halt alleine schminken und dann hat sie es halt alleine versucht und ja, war aber nicht ganz zufrieden und dann hat sie das halt, habe ich halt gesagt, sie soll ihr Schminkzeug mal mitbringen und soll sich hier mal schminken und zur Not kann ich ihr noch ein paar Tipps geben.
damit sie das vielleicht besser hinkriegt. Und dann hat sie das halt gemacht und dann hat sie mir halt, sie hat nur ein Auge geschminkt und hat mir das dann halt gezeigt und ich meinte, dass es echt ganz gut aussieht. Klar, wenn ich sie schminke, sieht das anders aus, aber ich bin trotzdem nicht der Schminkprofi, so gut sieht es jetzt bei mir auch nicht aus. Das ist anders, als wenn mich meine Freundinnen schminken. Da sieht es natürlich noch geiler aus, ne? Ich hatte halt das Glück, dass ich ein paar Freundinnen habe, die ganz gut schminken können und das für mich übernommen haben zu meinem 18. Geburtstag. Bei ihr ist halt doof und weil irgendwie alle ihre Freundinnen nicht so gut schminken können und das ist dann natürlich nochmal so eine Sache. Ja, und dann wollte sie, dass ich ihr anderes Auge schminke, so wie ich es halt machen würde. Eigentlich wollte sie es erst nicht, weil sie Angst hatte, dass es sonst ihr so gut gefällt, dass sie dann mit dem anderen überhaupt nicht mehr zufrieden ist und sich dann halt denkt, ja scheiße, so laufe ich jetzt rum, obwohl ich viel besser hätte rumlaufen können, wenn Betty mich geschminkt hätte und so. Aber sie hat gesagt, ja, mach es trotzdem. Ich habe ihr auch gesagt, ja, so gut wird es jetzt auch nicht aussehen. Wie gesagt, ich bin nicht so der Mega-Schminkprofi. Und das ist ja nur Smoky Eyes. Ich hatte ihr ja auch ein paar YouTube-Videos geschickt, wo Leute eben Smoky Eyes geschminkt haben. Dann habe ich gedacht, guck dir das an und dann guckst du dir davon ein bisschen was ab. Naja, und dann habe ich halt ihr Auge geschminkt und es hat ihr so gut gefallen, dass sie dann gesagt hat, oh, scheiße und lalala. Und dann, haben wir das jetzt so ausgemacht, ich habe ihr jetzt die Pinsel, mit denen ich ihr Auge geschminkt hat, weil sie hat zum Beispiel einen ganz anderen Pinsel genommen. Ich habe ihr meine Pinsel gezeigt und habe gesagt, sie kann ruhig auch einen von mir nehmen. Sie muss ja nicht ihren Pinsel nehmen. Und sie hat einen ganz anderen Pinsel genommen, als ich genommen habe. Ich habe ja sogar drei Pinsel genommen für ihre Augen. Sie hat nur einen Pinsel genommen. Naja, und dann habe ich halt ihr Auge geschminkt und so. Und jetzt haben wir das so ausgemacht, dass ich, meine Eltern und ich müssen eh früher hin. Weil wir ja, wie gesagt, mein Vater ist ja, macht ja das mit der Musik, weil er schließt sein Handy an, aber wir machen es über meinen Spotify-Account, weil ich bin mit dem Handy von meinem Vater auch angemeldet, weil wir meistens im Garten Musik hören und ich habe mein Handy meistens in der Hand, aber er hat meistens seins in der Musikbox und weil wir meistens meine Musik hören, beziehungsweise bei Spotify gibt es ja alles, gehen wir meistens darüber. Und jetzt haben wir halt so ausgemacht, dass wir eh früher dorthin fahren. Maria, meine beste Freundin, kommt ja auch mit. Die kommt schon früher zu mir und dann gehen wir früher los. 17 Uhr fängt die Party an und 16 Uhr, 10 irgendwie so, sind wir dann schon da. Und dann macht mein Vater eben das mit der Musik, schließt halt sein Handy schon an, damit, wenn die ersten Gäste kommen, schon mal Musik läuft und nicht erst, wenn wir kommen. Und ich bin halt eh schon früher da, damit ich meine Cousine eben noch schminken kann. Dann nehme ich mein ganzes Schminkzeug mit. Ist zwar so, dass ich alles mitnehme, aber dann nehme ich mein ganzes Schminkzeug mit. Und dann schminke ich sie da und ich hoffe, dass sie dann zufrieden ist. Ich habe schon gesagt, die Grundlagen soll sie bitte bei sich zu Hause machen, was so Make-up und so angeht. Concealer und so kann ich ihr zur Not ja immer noch raufmachen. Aber ansonsten soll sie den Rest von sich aus mal zu Hause machen, weil ich habe ja nicht ihr Make-up. Und sie hat zwar nur ein Puder, aber es ist auch okay. Ja, ach, es wird schon. Morgen habe ich sozusagen einen freien Tag. Was heißt freien Tag? Morgen muss ich noch mein Video drehen und schneiden für Mittwoch. Das Laber-Video über meine Tattoos und Piercings. Ich habe es jetzt auf Mittwoch eben verschoben, weil es einfach anders nicht möglich ist. Ich habe jetzt für Sonntag so viele Videos. Es wäre einfach, ich hätte keine andere Möglichkeit, jetzt irgendwie da so ein Laber-Video reinzuschieben. Also mache ich es auf Mittwoch, weil ich habe jetzt auch für den Mittwoch kein anderes Video, was jetzt schneller gehen würde oder was genauso schnell gehen würde. Und Mittwoch treffe ich mich dann mit meiner besten Freundin Maria, weil sie ja jetzt am Montag aus Malta zurückkam, also heute, glaube ich. Und jetzt wollen wir uns nochmal treffen, haben wir gesagt, vor dem Geburtstag meiner Cousine. Und ja, gehen wir nochmal auf den Alex und so. Ich muss eh nochmal dahin, weil ich nochmal zu Primark muss, um mir einen Selfie-Stick zu holen für New York. Dann wollten wir uns halt, wie gesagt, nochmal treffen, weil wir noch ein paar Sachen abquatschen wollten. Was auch so die Zukunft angeht und so. Und ja, generell auch nochmal wegen Samstag. Und dann Donnerstag, wie gesagt, muss ich vormittags oder so nochmal zum Arzt. Und dann gehe ich. Danach ist ja dann abends oder ab 17 Uhr ist ja dann das Geburtstagsessen mit meiner Tante und meiner Cousine. Und ja, Freitag ist dann ein relativ entspannter Tag, glaube ich. Weil, Freitag ist eigentlich nicht viel los, außer dass wir vielleicht da schon mal da helfen mit Aufräumen. Also ich weiß nicht, ob ich auch helfe. Zur Not mache ich halt freitags das Video für Sonntag, schneide ich alles und so, weil ich habe dann vor und so danach keine Zeit mehr. Vielleicht mache ich das auch schon morgen, wenn ich morgen noch die Zeit finde. Oder Donnerstag, wenn ich noch die Zeit finde. Ich weiß nicht, gar nicht. Am besten wäre wahrscheinlich trotzdem Freitag, wenn ich es Freitag mache. Mit dem Video für Sonntag, dass ich das schon mal schneide und alles. Ja, und dann
Ja, ist Samstag schon die Feier und Sonntag ist dann, wird dann wahrscheinlich wieder ausgenüchtert oder einfach nur gechillt. Ja, und dann muss ich Montag oder Dienstag dann noch das Video für darauf die Woche mit, also für den Mittwoch dann noch drehen. Ach, naja, das wird schon alle, das wird schon, wir machen das schon. Ja, das ist so meine Woche. Erstmal, ich werde jetzt erstmal Friends weitergucken, habe ich lange nicht mehr, was heißt lange nicht mehr, ne? Ich habe jetzt eine Weile schon nicht mehr geguckt, weil ich irgendwie zurzeit erstmal wieder eine Pause brauchte, aber ich bin ja jetzt schon bei Staffel 10, Folge 4. Die Staffel hat 17 Folgen, also ist total entspannt. Werde ich auf jeden Fall noch schaffen, jetzt so in den Sommerferien. Muss mich da jetzt nur reinhängen, dass ich die auf jeden Fall schaffe. Ja, und jetzt gucke ich erstmal Friends und ja, ich hoffe, ihr macht euch einen schönen Sonntag. So Leute, ich sitze mal wieder vor meinem Rechner. Ich habe jetzt ein paar Folgen Friends geguckt gehabt, ich glaube 3. Danach habe ich noch eine Folge Blue Water High geguckt, weil ich mir dachte, oh, das kannst du eigentlich auch mal wieder gucken. Weil bei Friends hatte ich dann nach 3 Folgen schon wieder keinen Bock mehr. Aber nach einer Folge Blue Water High dachte ich mir auch schon wieder, oh, habe ich eigentlich auch gerade keinen Bock mehr. Ich war auch leider jetzt bei der jetzigen Folge sehr unaufmerksam. Aber ich habe doch das Gefühl, ich kenne schon alle Folgen. Ich habe die nur damals immer durcheinander geguckt. Aber ist ja auch egal. Beziehungsweise... ich habe auch trotzdem noch hingeguckt bei der Folge. Und es war auch wieder ganz gut. Ich hatte, was heißt, ich hätte mir jetzt auch noch mehr angucken können, mehr Folgen, aber weil ich zurzeit mehr Spaß habe an Blue Water High gucken und ich die Folgen nicht so schnell weg haben will, versuche ich lieber Friends vorher fertig zu bekommen, weil das ist ja auch scheiße. Dann bekomme ich eine andere Serie schneller fertig als Friends. Gut, ich sag mal so American Horror Story habe ich auch schon immer schneller fertig bekommen, aber ich sag immer so, American Horror Story hatte bei mir immer oberste Priorität. Ist aber bei Blue Water High nicht so. Deshalb, ja, habe ich jetzt mal wieder ein Gronkh Let's Play geguckt. Dead by Daylight. Wieder köstlich amüsiert. Also Wahnsinn, ich liebe das. Dead by Daylight ist wirklich so, da sind es ja mittlerweile schon, lass mich gucken, 31 Folgen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Wenn ich jetzt richtig geguckt habe, sind das jetzt schon 31 Folgen und ich liebe alle Folgen. Klar, zwischendurch ist es immer so, es ist ja immer das Gleiche, aber es ist cool halt, ich habe halt immer eine Beschäftigung nebenbei. Ich weiß nicht, das kann ich euch bei meinen Videos auch empfehlen, weil ich ja, euch im Endeffekt immer nur zuquatsche, aber da kann ich euch empfehlen, euch eine Beschäftigung währenddessen zu suchen. Ich lackiere mir entweder die Nägel, ich habe jetzt hier noch schwarz drauf gemacht oder ich esse nebenbei oder weiß ich nicht, irgendwie suche ich mir halt immer irgendeine Beschäftigung oder ich male, kritzel ein bisschen rum. Das hier ist übrigens Nagellack, hier ein paar Nagellackfarben. Ja, wie gesagt, ich mache so vieles nebenbei, kannst du nicht glauben, außer aufräumen oder irgendwas Sinnvolles. Ja, und die Folgen sind aber trotzdem auch so immer mega lustig, also von daher, da gucke ich halt auch super gerne hin. Aber wenn ich jetzt so, also ich hatte, glaube ich, mal ein Let's Play geguckt von Gronkh und da habe ich ja sogar richtig viel gemalt nebenbei, weil ich da kurz vorher inspiriert war von einem Video von Luna Darko, wo sie auch so voll die geilen Sachen gemalt hatte und so, wo sie halt so gezeichnet hat, hatte sie irgendwas hochgeladen und dann war ich auch total inspiriert davon und habe dann auch was gemalt während eines Gronkh Let's Plays. Das hat mich dann auch währenddessen, das war einfach cool. Ja, also von daher, ich hatte mir jetzt auch noch meine Tasse mit, das sieht jetzt voll eklig aus, mit Soße, also da, wir hatten jetzt am Wochenende, hatten wir Ente zu essen. Und da war jetzt, hatten wir heute noch, also ist ja nicht mehr heute, ne, aber haben wir Montag noch die Reste gegessen. Und ja, ich hatte mir noch Soße abgefüllt, weil die war noch übrig geblieben. Und ja, die habe ich jetzt gegessen. Eigentlich habe ich gedacht, esse ich die morgen, beziehungsweise schon heute, ist ja egal, ne. Für mich ist es trotzdem erst morgen, ne, ich habe ja noch nicht geschlafen. Und ja, aber ich neige dazu, wenn ich vorm Rechner sitze, irgendwie ein bisschen Appetit zu bekommen. Und deswegen habe ich mir gedacht, esse ich ein bisschen Soße. Da war auch noch ein bisschen Fleisch drin, aber irgendwie hat mir das überhaupt nicht geschmeckt, obwohl ich komischerweise Ente esse und habe ich ja jetzt auch am Wochenende und so immer gemacht, aber das war irgendwie total bäh. Deswegen habe ich das weggemacht. Ich habe aber mittlerweile öfter das Gefühl, dass ich generell, wenn ich irgendwas esse, was so Fleisch und so ist, habe ich jetzt öfter mal so, dass mir das nicht schmeckt. Ich weiß auch nicht. Es ist nicht bei allem so und überhaupt nicht bei weitem, dass ich jetzt sage, ich esse nie wieder Fleisch, aber ich habe das Gefühl, früher habe ich so gut wie jede Art von Fleisch gegessen, habe ich so als Gefühl, und viel mehr Fleisch gegessen. Ich habe das Gefühl, das hat sich mittlerweile bei mir auch relativ verringert, würde ich sagen, und dass ich auch weniger Fleisch mittlerweile esse und auch nicht mehr alles. Also ich habe das Gefühl, es gibt mittlerweile viel mehr Fleisch, was ich gar nicht mehr esse, weil ich mir, wenn ich so einen Mund habe, mir denke, dass es nicht mehr schmeckt.
keine Ahnung, woran es liegt. Es ist einfach jetzt so, ich bestehe jetzt nicht darauf, Vegetarier oder Veganer oder irgendwas zu werden. Und ich achte auch nicht mit Absicht darauf, weniger Fleisch zu essen. Es kommt einfach so. Also ich, es ist, ja, weiß ich nicht, es passiert halt einfach, dass ich weniger Fleisch esse. Das Ganze kann sich natürlich wieder ändern, wenn ich wieder aus den Ferien, sage ich mal, raus bin und wenn ich wieder in den normalen Alltag einsteige. Weil da kann ich, sage ich mal, nie was versprechen, dass ich da sage, oh, ich verzichte auf Fleisch oder so. Das ist wie diese ganzen Diäten, wären für mich einfach nichts in meinem normalen Alltag, weil ich mir nie das zu essen machen könnte, was ich mag. Und du könntest dir nicht mal unterwegs was zu essen holen, weil du darauf achten musst, ob du es überhaupt essen kannst. Und deswegen sind halt Diäten für mich immer eher sowas, wenn ich Ferien habe oder wenn ich dann, ja, wenn ich Ferien habe. Und so wäre das halt auch so mit vegetarisch oder vegan, könnte ich halt auch nur machen, wenn ich Ferien habe. Weil in meinem Alltag lässt sich das schlecht einplanen. Ich könnte mir niemals zwischendurch sagen, oh, ich hole mir mal unterwegs was zu essen. Es gibt zwar vegetarische oder vegane Gerichte, zum Beispiel auch in Restaurants. Klar hast du als Vegetarier leider nicht so viel Auswahl auf so einer Speisekarte wie als, also als Fleischesser. Das finde ich auch immer echt schade. Und das Problem ist bei mir, ich esse so vieles an Gemüse nicht. Ein Grund, warum es für mich schwer werden würde, vegetarisch zu leben, weil ich wahrscheinlich vieles mit irgendwelches Gemüsezeug ersetzen müsste. Und so eine Ersatzprodukte habe ich ja schon viel von gehört, dass die total scheiße schmecken. Und Tofu ist jetzt auch nicht so das, wo ich sage, das ist das Beste. Also diese Tofu-Buletten gingen zwar, aber habe ich mir auch gedacht, dann esse ich trotzdem lieber Fleischbuletten, weil ich die Tofu-Buletten nicht so mag. Hackfleisch hat mir dann doch besser geschmeckt. Aber ich weiß, dass es ganz viele leckere Gerichte gibt für Vegetarier. Nur mein Problem ist einfach, ich esse so vieles an Gemüse nicht und also wenn ich mir selber so Gerichte raussuche, dann könnte ich immer, anstatt das, könnte ich ja was anderes reinmachen, was ich esse, wenn da jetzt irgendein Gemüse drin ist, was ich nicht esse. Oder ich lasse das Gemüse einfach weg und mache alles andere. Das wäre ja alles kein Problem, aber nur wenn ich es eben selber mache. Und unterwegs würde das ja nicht funktionieren. Ich kann ja nicht, wenn ich mal in einem Restaurant bin, sagen, ich hätte gerne das vegetarische Gericht, aber ohne Gemüse oder so. Dann denken die auch, hä? Dann ess doch einfach was ganz anderes. So, es ist, ich bin ein sehr komplizierter Mensch. Das ist halt bei mir unter anderem ein Grund, warum es für mich sehr schwer sein würde. Aber wie gesagt, ich bin mittlerweile so, dass ich viel, viel weniger Fleisch esse als früher. Oder was heißt viel, viel weniger? Es klingt jetzt so, aber mir ist es schon aufgefallen, dass ich öfter mal sage, das schmeckt mir eher weniger. Aber, zum Beispiel mein Feta-Käse, den ich mal gemacht habe, den überbackenen Feta-Käse, den ihr gerne nochmal in der Infobox findet und hier oben in der Infokarte, der war ja zum Beispiel auch vegetarisch, da ist kein Fleisch drin. Er ist natürlich nicht vegan, weil Feta-Käse, ne? Aber es ist vegetarisch und das finde ich zum Beispiel auch voll lecker, das könnte ich auch voll oft essen. Und dann habe ich noch ein Gericht, das würde ich euch auch gerne irgendwann mal zeigen. Ich weiß nicht, ob wenn ihr dieses Video seht, ob das Video schon draußen ist oder noch nicht. Ich muss es nämlich auch noch drehen, aber ich weiß noch nicht, wann ich die Zeit dazu finde, weil meine Mutter mich ja meistens aufnimmt, wenn ich sowas koche. Und auf jeden Fall ist das auch ein vegetarisches Gericht und das esse ich auch total gerne. Das könnte ich auch ständig essen. Deshalb, ja. Aber zwei Gerichte habe ich schon mal, die ich total gerne essen würde. Aber ich habe ja schon ganz viele Gerichte in meinem Internet gesehen, so von vegetarischen Sachen und oder sogar veganen Sachen, die eigentlich ganz lecker klangen. Aber wie gesagt, komplett auf Fleisch verzichten wäre für mich, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Weil ich ja, wie gesagt, so vieles nicht esse. Ich bin teilweise ein sehr mäkliger Typ, was ich früher, glaube ich, nicht war. Aber mittlerweile, doch, bin ich sehr mäklig geworden. Gut, das wollte ich noch schnell mit euch teilen. Ich werde jetzt noch ein bisschen Grand gucken, nicht mehr viel, weil eigentlich bin ich auch müde, habe auch ein bisschen Kopfschmerzen, aber ja. Dann werde ich auch gleich ins Bett gehen, obwohl ich eigentlich noch gar nicht will. Und ich will auch morgen eigentlich nicht so lange schlafen, weil ich ja morgen noch ein Video drehen und schneiden muss. Ich habe mir zwar auch jetzt ein Video schon in mein Schneideprogramm reingepackt, weil ich ja schon mal anfangen wollte, eigentlich mein Video für Sonntag zu schneiden. Also, ne, für diesen Sonntag. Auch wenn ich das für Mittwoch ja nicht mal habe, aber ich habe mir gedacht, wenn ich das wenigstens schon mal anfange. Aber ich habe seitdem nur Serien geguckt und Gronkh geguckt. Ich glaube, jetzt bevor ich noch eine Folge von irgendeinem Gronkh Let's Play anfange, schneide ich mal vielleicht wenigstens das erste Video aus und einen Vlog schon mal. Dass ich wenigstens das schon mal habe.
damit ich wenigstens schon mal angefangen habe, ne? Weil wenn man erstmal angefangen hat, finde ich, geht's eigentlich. Dann finde ich immer relativ schnell wieder irgendwie eine Chance, mich da reinzufuchsen und dann weiterzumachen. Ja, wie gesagt, wenn mal nichts kommt oder so, ist ja auch kein Ding, weil ich mache das Ganze hier freiwillig, verdiene hiermit kein Geld und gehe noch zur Schule. Gut, ich habe gerade Ferien, deshalb fühle ich mich dann immer umso schlechter, wenn mal kein Video kommt in den Ferien und warum auch in den Ferien nichts krass Aufwendiges kommt, obwohl ich Ferien habe. Ja, weil ich meine Ferien genieße. Stellt euch das vor. Ich bin froh gerade so, wie die Ferien gerade sind und habe schon auf die Zeit danach nicht so viel Lust, aber es kommt hoffentlich. Es kann auch sein, dass nach den Ferien dann die Zeit auch wahrscheinlich erstmal stressiger wird, was so Videos angeht. Ob danach irgendwie noch was kommt oder so. Kann auch sein, dass dazwischen vielleicht mal eine längere Pause kommt. Kann auch sein, dass ich mich dazwischendurch nochmal melde. Kann so vieles passieren, ne? Gut. Ja, ich werde jetzt noch mir neues Trinken holen. Meine Schale runterbringen. Und dann fange ich an, den Vlog zu schneiden. Oder das erste Video auf jeden Fall aus dem Vlog. Und dann gucke ich noch ein Gronkh Let's Play und dann gehe ich in die Haia, weil Kopfschmerzen, müde. Ja. Aber wie gesagt, ich will die Ferien noch so auskosten und will nicht so früh ins Bett gehen und so. Ja. Guti. Mehr wollte ich gar nicht sagen.